Aufgeben ist keine Option. Auch wenn die Abrissarbeiten der 7 Häuser und Fällungen der über 80 Bäume kurz bevorstehen, kämpfen die Unterstützer der unter Denkmal stehenden Sternbrücke weiter gegen den Bau der sogenannten Monsterbrücke. Zur Sternbrücke wurde gestern der Planfeststellungsbeschluss vorgelegt. Das ist die Genehmigung durch das Eisenbahnbundesamt, dass die Deutsche Bahn dort bauen darf. Dagegen berät die Initiative Sternbrücke zusammen mit Prengelborg-Altena, den ich hier vertrete, zu klagen. Wir haben eine Anwaltskanzlei beauftragt und sind mit denen in der Diskussion über die Ausformulierung der Klageschwerpunkte. Es ist ein unermüdlicher Kampf, den die Anhänger der 100 Jahre alten Brücke führen. Bevor alles zu spät ist, die Häuser abgerissen und die Bäume gefällt sind, wird ein sofortiger Abrissstopp gefordert. Die Klage muss formal 4 Wochen nach Veröffentlichung des Planfeststellungsbeschlusses eingereicht werden. Und danach hat man eine Zeit für die Klagebegründung. Das zieht sich hin. Der Planfeststellungsbeschluss umfasst 350 Seiten. Den haben wir natürlich noch nicht in allen Einzelheiten ausgewertet. Das werden wir in den nächsten Tagen tun, um die Schwerpunkte der Klage festzusetzen. Aber hinzuweisen ist, die Klage ist nur ein Hilfsmittel, weil die Politik und die Stadt und die Bahn sich nicht diskussionsbereit zeigen, über dieses Projekt, was wir für falsch geplant halten, zu diskutieren. Seitens der Sternbrückeninitiative, 60 Organisationen und weiteren Unterstützern wird die Neuplanung mit wirklichem Dialog und Bürgerbeteiligung gefordert. Alle sind sich einig, die Fehlplanung der 4-mal so hohen Brücke, verbunden mit dem Ausbau des Straßenraums für den Autoverkehr, muss verhindert werden. Eine Stunde nach dem Pressetermin der Sternbrückeninitiative folgt eine Pressemitteilung der Deutschen Bahn. So sei der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahnbundesamts nun erteilt worden. Für alle 9 betroffenen Mieter konnten neue Wohnungen gefunden werden. Auch verspricht die Bahn, bis zum Abschluss des Bauprojekts 215 neue Bäume zu pflanzen. Am Montag beginnen die Abrissarbeiten.